Hey, Manny. So. Das ist alles, was ich für heute habe. Jetzt haben wir schon 775. Du bist zurück. Schön, dich wieder zu sehen. 930. Jersey, jetzt dir. Kein Job, okay. Dick, komm bald wie wieder, geht's dir? Ja? Hey, Damon. Willst du noch was? Optik. Ist einfach nur eine optische Verbesserung, oder? Aber warum gibt es zur Haltbarkeit? Geht dann mein Bike nicht so schnell kaputt? Anscheinend, oder? Also ist das ja nicht nur Optik. Wo soll ich anfangen? Die sind richtig haltbar hier. Ich pack das für dich ein. Das ist nett, danke. Oh ja, ein sehr schönes Stück. Cool. Brauchst du noch was? Gute Wahl, Mann. Gute Wahl. So. Ich das richtig verstanden habe, ist mein... Bike jetzt glänzender. Oh, lol. Ich möchte es... Pink. Das sollte eine Weile halten. Und diese Special, die ich für Boozer bekommen habe. Ich hab da doch eine. Das da ist für. Das habe ich für Boozer bekommen. Jawohl. Okay, Mann. Jetzt ist das Pink natürlich weg. Das habe ich einmal umsonst bezahlt. Das wusste ich nicht. Das ist alles, wirklich alles überdeckt. Aber uff. Jetzt habe ich ein cooles Bike. Okay. Ja, da unten geht's voll ab halt gerade, ne? Wir müssen da mal jetzt hinreisen. Zu männlich. Tut mir leid, Mister, Ihr Bike ist zu männlich. Nachteil beim Schnellreisen ist die ganzen Ladezeiten immer. Immer und immer wieder. Wenn ich hierhin schnell reise, könnt ihr doch schon mal aufmachen, oder nicht? Ist das so schwer? Ihr seht das doch, dass ich schon hinten am Tor stehe. Mein Gott, wie langsam ich hier fahren darf. Ich muss mich ins Bett. Das ist jetzt ein bisschen gruselig. Wie geht's dir? Ganz gut. Ich suche noch ein paar Sachen. Ja, ich hab 5000 so Punkte und ich kann hier nichts mitmachen, Mann. Tschüss, Dick. Ich bin in der Gegend. Hallo. Hey, Blair. Hallo. Ja, gut. Bitteschön. Dankeschön. Na gut. Danke für deinen Besuch. Halt, stopp. So, Ricky, was Dick, hast du? Ich mach mir Sorgen. Ah, Ricky, was gibt's? Die Butler-Zwillinge. Abigail und Gabby. Kennst du sie? Nein, nur vom Sehen. Was ist los? Was ist passiert? Sie sind gestern angeln gegangen und nicht zurückgekommen. Ah, das Seeufer ist doch sicher, solange man sich vom Sumpf fernhält. Das ist es ja. Sie waren nicht am Lost Lake, sondern östlich, am Metolius River. Was dachten die sich dabei? Alles klar, gut, ich werde nach ihnen suchen. Deacon, vielen, vielen Dank. So. Wie geht's dir?
Achso, Moment. Wir gehen erst zu Dings. Zu ihr. Obwohl das Hauptquest zu sein scheint. Oder so. Hey Deacon, hast du kurz Zeit? Wie geht's William? Hab ihn lang nicht gesehen. Wie Spooser geht, wie uns anderen, Mann. Er überlebt. Ja, dann schlägt er sich besser als die meisten. Ja. Hör zu, du musst auf ihn aufpassen. Was meinst du? Ja, einen Arm zu verlieren ist hart, sein altes Leben ist vorbei. Er hatte kein tolles Leben, Eddie. Du bist sein Freund. Vielleicht der Einzige. Dafür machen die so eine lange Sequenz, ey. Ich wollte das so eben nutzen, um Trinken zu holen. Oh, jetzt gibt's eine neue Boozer-Mission. Boozer wird überleben, jetzt braucht er einen Grund zu leben. Uff. Besuche Boozer auf der Lost Lake Farm. Auf Angeltour. Das wird der Nero. Komm, mach mal Boozer einmal einen kurzen Besuch. Such ihm eine Frau. Soll er sich eine im Camp suchen? Da sind doch bestimmt ein paar. Oder nicht? Mein Boozer ist jetzt nicht der unattraktivste. Der wird schon was finden. Ewig Zeit. Zur Not kann ich ihm da auch mal eine Hand reichen. Gemein, ich weiß. Was denn? Warum werde ich denn hier ständig geblackscreened und dann passiert nichts? Ich mach das Tor auf. Hey, Boozer, wie läuft die Arbeit? Ich hab mächtig Spaß. Traumhaft hier. Bis später. Wow. Dafür fahre ich hier hin? Come on. Wie unnötig. Natürlich hat der keinen Spaß beim Arbeiten. Vor allem nicht, wenn du nur einen Arm hast. Ah. Wenn er Rechtshänder war, ist das richtig Abfuck. Das ist ja auch sein rechter Arm weg. So, einmal tanken und dann auf zur nächsten Mission. Hey, hier ist jemand. Hier ist Radio Freedom. Die Wahrheit wird euch befreien. Etwa einen Monat bevor alles begann, schrieb ich in meinem Newsletter Farewell Freedom, sichert euch genug Essen und Wasser. Wie kann ich das überspringen? Da steht überspringen, aber wie geht das? Denn ich wusste, egal was bevorstand, uns trennten nur 9 Mahlzeiten von der Anarchie. Ich dachte, wenn sich ein paar Leute vorbereiten, diejenigen, die mir wirklich zuhörten, dann könnten wir vielleicht überleben, wenn fahren wir jetzt dahin. Schließlich alles über uns kollabierte. Aber ins Lackland. Jetzt gehen diese Vorräte aus und die Leute kriegen Hunger. Kennt ihr noch die Parabel von der Ameise und der Heuschrecke? Tja. Wir Ameisen, die auf eine dunkle Zukunft vorbereitet waren, brachten es nicht übers Herz, euch Heuschrecken verhungern zu lassen, die ihr fröhlich in der Sonne getanzt habt, um nochmal Gedanken in zukünftige Probleme zu verschwenden.
wir alle den Preis dafür. Werden wir verhungern? Keine Ahnung. Die Fischbestände nehmen ab. Bleibt der Bär jetzt für immer da liegen, oder was? Wann habe ich das letzte Mal einen Bock in einem Reh gesehen? Aber ich sage euch dies. Wir werden nicht miteinander kämpfen. Greif an! Ja, lauf nur weiter. Und wie viele habt ihr heute schon umgebracht, ne? Warum? Ey, du schießt auf mich. Lass das. So. Rohrbomben. Und was ist das denn? Legen eine Geisel auf der Mitte der Straße? Sitzt jemand in der Falle. Und verstecken sich im Busch. Hilfe! Du! Guck mal, der sieht anders aus. Hilf mir! Hilf mir bitte! Bitte hilf mir! Ich werde dich da rausholen. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Ja, Camp! Verewiglich! Zeig's mir! Wo? Trotzdem mal das gleiche. 1000! Hey, hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Oh, ich war erledigt. Danke. Vielen Dank, Mann. Ich dachte, das war's. Danke. Danke. Ich heiße Deacon. Die kennen mich. Halt den Kopf unten und lauf. 1000 Vertrauen für eine Geisel? Easy. So. Trotzdem uncool, dass sie hier direkt im Busch saßen. Vom so nah an der Stadt, wie dreist auch. Oh, mein Lappeninventar ist anscheinend voll. Scheinbar echt jeden. Hey, Ricky, was kannst du mir noch sagen? Vor dem ganzen Mist hatte die Familie der Mädchen einen Angelplatz am Metolius. Sie waren oft dort. Er ist auf der Karte markiert. Okay, da fange ich an. Liegen Ende. Okay, die Mädels waren angeln. Oh, scheiße. Plünderer. Verdammt. Ah, hier hoch. Oh, Scheiße. Scheint beim Kampf zerbrochen zu sein. Okay, gut, gut. Abigail, nie kampflos aufgeben. Spuren führen die Straße runter. Da bist du ja. Ausschalten! Los, jetzt runter! Runter! Ich hab dem Zombie da mal Essen gegeben. Au! Oh, das tat weh. Jetzt rückt endlich vor! Komm schon raus! Oh, danke, er hat mir den Bolzen wieder gebracht, habt ihr gesehen? Schaffe ich es mit dem auch? Nee, der bringt mir den Bolzen nicht wieder. Aua. So. Ey, auf zu schießen. Achso, warte mal. Muss auch herstellen, ne? Dann hätte ich auch Lappen. Dann könnte ich auch die Lappen nehmen. Schießt der jetzt auf mich oder auf Zombies? Anscheinend auf mich.
Rückzug. Bleib stehen, verdammt! Halt still, du Scheiße! Oh shit. Verletzte! Kommt das denn nur? Gott, das Deckungssystem von den Gegnern ist nerviger als bei The Division 2. Das sage ich euch mal. Bei The Division 2 hocken die auch 50.000 Jahre hinter der Deckung und bewegen sich null. Hier drin. Komm schon! So. Und ich bin schon Level 30 in The Division 2 und ich habe schon viel gesehen. Und ja, ich spiele auch außerhalb von Streams Videospiele. Wie kann ich nur... Ist der Zombie durch die Wand gegangen? Ich glaube, der Zombie da ist gerade durch die Wand gegangen. Schon viel gewischt. Ja. Ich habe die Hauptstory durchgespielt schon. Ganz alleine. Ohne Mitspieler. Ich habe alles allein gemacht. Ich habe keine Freunde. Nee, manchmal spiele ich einfach nur gerne alleine und habe oben meine Ruhe. So. Anscheinend ist da was drin. Das ging gut. Jetzt hab ich dich. Na los, töte ihn! Alter. Können Sie das bitte sein lassen? Das ist Abigail. Oh Gott, verdammt. Wollte der gerade sein Ding rausholen? Hat so gut Scheiße, gemacht. Abigail. Ja, zumindest hast du einen von ihnen mitgenommen. Ah, Ricky, ich habe Abigail gefunden. Gott sei Dank, ich war... Nein, sie ist tot, Ricky. Tut mir leid. Verdammt. Abby, es ist okay. Hey, ich tu dir nichts. Ricky schickt mich. Hallo, Arizona. Meine Schwester ist tot. Abigail ist tot. Nein, ich weiß. Tut mir leid. Wir bringen dich ins Camp zurück. Na los, komm schon. Nein. Ich schaff das allein. Ich kann. Okay, los. So. Voila, tschüss. Ja. Das war's. Jetzt mit einem Kappa dahinter ist mir das zu doof. So. War was? Nö, ich weiß auch nicht. Hab nichts gesehen. Verbandinventar habe ich doch. Digga! Warte. Krieg ich dich? Okay. Wo kommst du denn her? Free Meat. Hä? Oh. Verband. Den ich nicht herstellen dürfen. Ich trottel. Eines der Camps wird's brauchen. Copeland. Okay. So. Dann haben wir...
die Mission hier. Ja, da fahre ich auch hin. Da reicht, da lohnt sich eine Schnellreise irgendwie nicht. Zombie, wo kommt der denn her? Was macht man eigentlich, wenn man alle Horden ausgemerzt hat im Spiel? Gibt's dann überhaupt noch Content? Oh. Sorry, ich wollte nicht neben ihnen stehen bleiben. Ich wollte gucken, ob da eine Horde war, weil das war ganz schön laut. Dann hat die Musik sich doch geändert. Ich hab sie. Sie lebt. Deacon. Gott sei Dank. Hör zu, sie wollte nicht mitkommen, also schick jemanden, den sie kennt, okay? Sie ist auf dem Weg zum Camp. Okay. Na gut, okay. Ricky, Ende. Irgendwie sind immer mehr Zombies nachts unterwegs. Das ist ganz komisch. Alle Horden weg sind, hast du das Game so gesucht, dass man es eh nicht mehr anfassen will. Ja, das stimmt. Aber ich lese von vielen, habe ich schon gelesen, dass sie Platin gemacht haben. Ich lese aber auch von vielen, dass Days Gone für sie das schlimmste Spiel des Jahres sei. Finde ich gar nicht. Ich finde, die Leute übertreiben hardcore. Ich finde, die Leute sind zu verwöhnt mittlerweile. Oder haben zu hohe Ansprüche. Und erwarten, weiß ich nicht. Oh, Brian, ich bin bei einer deiner Barken, bei Camp Creek, ich finde Days Gone jetzt gar nicht so schlimm. Also ich finde es gut eigentlich, sonst würde ich es ja nicht spielen. Okay. Ein Mitarbeiter ist gleich bei dir, du weißt, wie es läuft. O'Brien, Ende. Ja, das weiß ich. Ich bin hier draußen und versuche, meinen Arsch zu retten, während ich den Spanner für dich mache. St. John, Ende. Ja, Arschloch, was sollte das Ganze? Als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du dich vor Angst fast eingepisst. Es ist nichts. Ich sagte ja, es gibt mächtigere Leute, die nicht wollen, dass wir... Oh nein, es schneit, das heißt, es wird länger. Fast erwischt. Weißt du was? Ist mir scheißegal. Alles, was ich will, sind Informationen über Sarah. Whittaker, es arbeitet schon mal daran. Das dauert einfach. Du musst einfach Geduld haben. Ja? Was anderes bleibt mir wohl auch nicht übrig. Die Forscher gehören nicht zu meiner Einheit. Ich kann sie also nicht verfolgen. Da sind sie. Die 10 Soldaten in Reihen. Alles sauber hier. Alles gut. Ganz genau. Macht einfach weiter, Alter. Ich bin gar nicht da. Es kann losgehen. Ich weiß nicht. Die Leute... Auch Internet ist ganz schlimm geworden, weil Meinungsmache über Internet ist ganz, ganz, ganz doof. Weil einer im Internet sagt, dass das und das ist scheiße und alle denken wirklich, es ist scheiße. Und keiner guckt mehr selber, ob wir es scheiße finden oder nicht. Schauen Sie, was passiert. Okay, okay, ich verstehe. Diese Uhr sieht neu aus. Wirklich? Und? Das bedeutet, dass das Subjekt entweder darauf Acht gegeben hat oder sie vor kurzem... Vor kurzem angezogen wird. Mein Gott, ich dachte, die wären alle... Naja. Völlig durchgeknallt? Ja, das sind sie. Aber so wie Demenzpatienten im späten Stadium Phasen der Klarheit aufweisen, scheinen Opfer einer Stufe 2 Infektion eine Art rudimentäre Erinnerung behalten zu haben. Im Ernst? Sie
Verkleidung. Sie? Ist fast sauber, nicht? Also, nicht sauber. Aber die meisten Freaks sind von Kot und Urin bedeckt. Ja, widerlich. Tja, und wieder ziehen Sie einem Pavian 2 Jahre eine Hose an. Gott. Haben Sie sich je gefragt, wieso so viele Freaks an Orten sind, wo Menschen leben? Ach, nämlich nicht. Aber ja, das stimmt wohl. Ja, wir denken, da könnte noch etwas sein. Die Schwerden von ihrem Körper haben. Boah, es ist so leise. CT-Scans gemacht, sie sind so gut wie hier tot. Okay. Naja, das bedeutet, dass ein paar von den Freaks morgens aufstehen, duschen gehen, sich anziehen, ihre goldene Lieblingsuhr anlegen, sich von der Familie verabschieden, einen lustigen Tag haben, uns fressen und sich anschließend einscheißen. Ja. Warum verschwenden diese Kerle ihre Zeit mit dem Scheiß? Puh, hoffentlich hast du alles, O'Brien. Hört ihr das? Okay, jetzt muss ich nur noch von hier verschwinden. Ich bin auf dem Weg. Das ist wieder das Phänomen, was auf Reddit steht, muss richtig sein. Naja, O'Brien, das ist halt hörst dieses... du mich? O'Brien? Ich dachte schon. Warte kurz. Ja, ich höre. Der Peilsender ist platziert und ich habe deine Daten. Dieser Forscher, männlich oder weiblich? Was? Warum? Ein Mann oder eine Frau? Ah, es war eine Frau und nein, ich weiß nicht, wie sie heißt. Okay. Ich melde. Ach, Sarah. Sarah heißt der Forscher. Kann ich dir sagen. Was ich gehört habe, was mich richtig gestört hat, war, dass Dead Cells kaputt gemacht wurde, weil es jetzt auch Räume gibt, für die man nicht schnell sein muss, um sie zu öffnen. Man kann doch trotzdem auf die Timed-Räume gehen, aber nein, das geht nicht, weil es jetzt auch andere... Ja, es sind halt Leute, die regen sich über Sachen auf, die total unnötig sind. Das ist halt dieses, auch jetzt bei Days Gone. Wenn ich jetzt 5000 Viewer hätte auf Twitch, ne, unwahrscheinlich, aber nehmen wir mal an, ich hätte 5000 Viewer, und ich würde Days Gone durchspielen, aber die ganze Zeit sagen, wie kacke dieses Spiel doch ist. Zum einen, warum spiele ich es dann? Zum anderen, ne, die anderen, wo ich, also die Zuschauer, wenn ich durchgängig das gesamte Gameplay durchsage, dieses Spiel ist kacke, glauben immer mehr dieser Zuschauer, dass das Spiel wirklich kacke ist, ohne dass sie es jemals selber ausprobieren. Aber weil der große Streamer oder der Typ, den sie gerade zugucken, sagen, das Spiel ist kacke, gehen sie genau so negativ an diese Sache ran, wie dieser Streamer, der die ganze Zeit sagt, das Spiel ist kacke. So, aber wenn der Streamer positiv von dem Spiel redet, finden mehr es positiv. So, warum spielt man es nicht? Ich finde, ich mache das so. Ich sag, wenn es laggt, ich lache über Bugs. Ich sage aber auch, was gut ist und gehe da eher neutral an die Sache und habe trotzdem Spaß. Und wenn ich keinen Spaß hätte, würde ich es nicht spielen. Wie bei Red Dead Redemption. Red Dead Redemption fand ich langweilig, also habe ich es nicht gespielt. Das mag an sich ein gutes Spiel sein, aber es war langweilig. Aber warum lassen sich Leute grundsätzlich so hardcore manipulieren? Das ist so schlimm. Deacon St. John, hörst du mich? Ja, Mike, ich höre. Und labern alles nach, das ist das Schlimme. Das ist halt, ne? Wenn ein großer Streamer, YouTuber sagt, Spiel XY ist kacke. Uff. Und die Kinder, ne? Es gibt halt die Menschengruppe, die sind sehr manipulativ und manche nicht. Die denken sich, ja gut, ich habe das jetzt bei denen geguckt, er findet es halt kacke, ich möchte es trotzdem ausprobieren und kaufen sich. Das sind aber die wenigsten. Die meisten gehen in den Stream, in den YouTube-Kanal. Und wollen die Meinung dieser Person wissen. Und wenn diese Person eine scheiß Meinung hat, oder eine positive Meinung, ist die Meinung bei der Person genauso. Und die Leute gucken nicht mehr selber, ob es von sich aus passt, sondern die passen sich komplett an diese Person an, der sie gerne zugucken. Das mag hinhauen, wenn ihr eine 100% Überstimmung habt mit dem Geschmack des
der Spiele, der Person, aber das ist unwahrscheinlich. Und deswegen sollte man dann doch eher seine eigene Meinung bilden und nicht blind auf Influencer hören. Das ist Quatsch.